Zu links, zu utopisch, zu Klima. Zu kaufen, die Wochentaz, die neue linke Wochenzeitung, immer samstags neu am Kiosk. Guten Abend, liebes Publikum. Das ist jetzt so eine Art Vorweihnachtssalon. Weihnachten natürlich nicht religiös verstanden, sondern im Sinne von irgendwie festlichen Tagen, wo Freunde und vor allen Dingen Familiäres zusammenkommt. Und wir haben uns also in der Gruppe, die den Taz Talk kuratiert, unbedingt überlegt, dass wir nochmal die Initiative Queer Nations einladen. Das bin in dem Fall selbst ich. Als Vorstandsmitglied eine Art queere Weihnachtsfeier, eine Art Lesung zu machen. Und was bot sich an, jetzt bei dem 441. Taz Talk seit Einführung unseres Formats mit Beginn der Corona-Pandemie, als genau diesen Mann einzuladen? Das ist für mich einer der wichtigsten Schriftsteller in der Bundesrepublik. Ohne jetzt allzu identitär zu werden, es ist auch ein schwuler Schriftsteller. Herzlich willkommen, Marco Martin. Ja, herzlich willkommen und danke für die Einladung. Und dann alleine schon diese Stimme, also in Wirklichkeit sind wir auch wahnsinnig oberflächlich gekräuselt, also wir wollten nur diese Stimme heute Abend hören. Und dann ist es so, der Saal ist hier in der Taz-Kantine nicht brechend voll, aber wir halten es da mit der großen Deutschen, die Söse und Showfrau Hildegard Knef, die mal sagte, ich singe vor 3 Leuten und ich singe vor 30.000. Und heute haben wir so irgendwie zu einem Mittelweg gefunden und Hildegard Knef ist allen Nazi-Verstrickungen zum Trotz in ihren Kindertagen immer eine gute Adresse. Sie können fragen, taztalk@taz.de. Ich darf mich bedanken bei meinem Kollegen an den Reglern mit. Das ist Moritz Josenhansel, das ist die Kamerafrau Anke und das ist übrigens auch eine wunderbare Taz-Fotografin und den Meister der Taz-Talks, Peter Rohrmann. Also euch auch gutes Gelingen. Marco Martin hat niemals als Schriftsteller irgendeine Stubenpolitik des Queeren, des Schwulen oder sonst wie politisch Korrekten bedient. Er kam Ende der 80er Jahre in die Bundesrepublik. Er ist ein originäres, freiheitsbewusstes, bürgerrechtlich orientiertes Ostkind. Ich kann den ganzen Wikipedia-Eintrag von Marco Martin überhaupt nicht vorlesen. Dann sind wir ungefähr knapp bei Mitternacht. Aber ich habe ein paar Bücher von ihm mitgebracht. Das sind die letzten Tage von Hongkong. Einmal kurz in die Kamera gehalten. Dann ist es die Unschuldigen von Ipanema. Dann ist es das Haus in Habania. Das ist dieses. Und was ich ganz besonders liebe, und das liegt jetzt nicht an der Farbe des Umschlags, Tel Aviv, Schatzkästchen und Nussschale. Marco Martin hatte mich schon vor Jahren so ein bisschen angebufft und sagte, ach, wollen wir nicht mal dazu irgendwas machen? Und ich habe immer geschworen, es wird der Tag kommen, heute ist der Abend. Marco, wir haben hier einen Zuschauer, der sagt, was hat denn quer mit Israel überhaupt zu tun? Willst du uns ein bisschen vor allen Dingen über Israel erzählen, aber wie kommt da plötzlich so eine Vokabel wie quer ins Spiel? Ja, Israel ist der einzige Staat in der Region, wo sich Schwule und Lesben und Transpersonen angstfrei auf die Straßen wagen können und eben nicht nur auf die Straßen als Individuen, sondern als Paare, es gehört dazu. Also die Frage würde als solche in Israel gar nicht verstanden werden. Und selbst diejenigen, die religiös sind oder ultrareligiös, die das nicht mögen, haben sich damit abgefunden, was natürlich nicht heißt, und da werden wir drauf zurückkommen, dass alles harmonisch ist. Also hinter jeder, und das macht das Land so faszinierend, hinter jeder als Wahrheit erkannten Realität ist noch eine weitere und eine weitere. Und die kann dem Vorhergehenden widersprechen oder dem entgegenstehen oder sich ergänzen. Das heißt, es gab auf den Gay Pride in Jerusalem, ich glaube vor 3 Jahren, eine Attacke, eine Messerattacke. Und im Vorfeld war es so, dass sich alle 3 führenden Religionen in Jerusalem, nämlich ungeheure viele Auffächerungen, aber die Muslime und die Christen haben sich unisono gegen den Pride ausgesprochen.
das vielleicht so eine kleine Fußnote zu dem Thema Frieden und Verständigung. Da ist nämlich immer die Frage, wer macht hier Frieden und über was verständigt man sich? Und im Fall des Falles dann eher lieber ein ziviler Konflikt als ein verwaschener Friedensprozess, der auf die Kosten von Minderheiten geht. Aber in Israel ist es eben so, dass auch in der Armee homophobe Rede als Delikt gilt. Und nicht zu knapp Soldaten und Offiziere dann auch gemaßregelt wurden, weil sie sich homophob oder antilesbisch geäußert haben. Also Transpersonen sind jetzt weniger in der Armee. Wenn du jetzt von CSD sprichst, ich kann mich als Taz-Redakteur daran erinnern, dass ich unseren früheren Taz-Korrespondenten Georg Baltesen, es war im Jahr, ich bin nicht ganz sicher, 98 oder 99, fragte, ich hätte da, es war noch nicht eine digitalisierte Zeit, die Nachrichten trugen sich in alle Welt rein, wesentlich schleppender, fragte ich ihn, ich hätte gehört, es fände sowas wie ein CSD statt, also und ob er darüber nicht berichten könne. Und das war, ich glaube, ein Jahr nach Dana Internationals Eurovisionssieg. Da war er auf eine gewisse Weise freundlich, aber mühsam, nur zu diesem Ereignis zu tragen. Das waren ja so untenrum Sachen. Und damals war Tel Aviv noch überhaupt keine Queer Capital am äußersten Rand der Levante. Und es waren, glaube ich, 50 Leute, die damals mitmachten. Heute ist es in Tel Aviv der größte CSD, der sich überhaupt nur am Mittelmeersaum denken lässt. Ist es, wir machen ja so ein bisschen immer Sendung mit der Mausprinzip, wir müssen viel erklären. Ist das ein nur jüdischer CSD? Nein, es gibt in Jerusalem zum Beispiel das Open House, wo sich queere Juden und Palästinenser, das heißt aus dem Ostteil Jerusalems, getroffen haben. Wie das jetzt im Moment ist, kann ich nicht sagen, aber es gab immer natürlich dann auch arabische Israelis, die dabei waren, wobei natürlich die Diskriminierungserfahrung, die sie machten, jetzt in dem konkreten Fall nicht von der jüdischen Mehrheit ausging, sondern von den Bekannten, Verwandten, Nachbarn in ihren Dörfern und Kleinstädten, aus denen sie gekommen sind. Und viele sind dann einfach zu Stadtflüchtigen geworden und sind in diese Stadt, Stadtluft macht frei, nach Tel Aviv gekommen. Ich habe einige von ihnen getroffen, bin mit ihnen befreundet. Und es ist Tel Aviv, wo sie wirklich frei dann sich ausleben können. Und es ist nicht unbedingt Nazareth, es ist noch nicht einmal der arabisch geprägte Vorort von Tel Aviv, also das alte biblische Jaffo. Das heißt, die Erfahrungen von Diskriminierung, von Angst, von Ausgrenzung reichen viel tiefer, als das manchmal in der öffentlichen Debatte kommuniziert wird, wo dann immer einfach von Linien die Rede ist. Aber es sind keine Linien, es sind noch nicht mal Zickzack-Linien. Es ist etwas Diffundierendes und das kann in Richtung Ausgrenzung oder in Richtung Toleranz und Teilhabe gehen. Und für mich als Schriftsteller ist es natürlich dann interessant, die konkreten Geschichten zu erzählen. Ich reise ja nicht mit einem Thesengepäck in den Nahen Osten. Es gibt in Israel diesen Witz über einen Auswärtigen, der kommt nach Israel, mietet sich irgendwo ein, in einem Hotel in Tel Aviv oder Jerusalem, und er wird gefragt, was machst du hier? Und er sagte, ich schreibe ein Buch. Und dann ist die Frage, wann bist du denn angekommen? Und dann sagt er, gestern. Und die zweite Frage ist, oder die dritte Frage ist, und wann reist du wieder ab? Und er sagt, morgen. Und dann die abschließende Frage, ja, und wie soll das Buch heißen? Und da kommt die gravitätische Antwort, na, ganz eindeutig, Israel, gestern, heute, morgen. Und das zeigt natürlich diese ungeheure Anmaßung und Prätension von den sogenannten Experten. Und oftmals sind es ja heute nicht mal Leute, die einmal oder nach Israel reisen, sondern es reicht ja zu dem Land eine Meinung zu haben, fallweise auch eine pauschal ablehnende Meinung, wenn man nur etwas gehört hat. Also sich vor Ort kundig zu machen, würde dann vielleicht das Weltbild sogar durcheinander bringen.
Wie reist du durch Israel? Gibt es ein spezifisch, also wir wissen das ja aus deinen Büchern, das hat vor dir noch kein Schriftsteller gemacht, so in sublimeren Form bei Klausmann, bei André Gide taucht das auch auf, aber du reist ja auch als schwuler Mann, du cruist sozusagen auch, du lernst deine Kontaktleute, du lernst Wohnzimmer, Küchen, Badezimmer kennen. Das ist eine wahnsinnig gründliche Recherchemethode. Ja, wie geht sowas in Israel zu? Ich würde Kontaktleute nicht verwenden. Ich würde auch das Wort Recherche nicht verwenden. Ich bin oft da gewesen, das ist eigentlich seit 91. Wir werden dann vielleicht auch nochmal eingehen, was der Initialmoment war, weshalb ich ab 91 dann nahezu jeden Sommer unten war. Es waren dann Zeitungsreportagen, die dann auch in die Lage versetzt haben, dass man den Flug bezahlt bekommt. Und dann habe ich mich natürlich immer auf eigene Kosten dann länger im Land aufgehalten, in kleinen Absteigen, die, Gott sei es geklagt, immer weniger werden, weil die Stadt natürlich auch gentrifiziert wird. Es sind die Hochhäuser, die dann entstehen, selbst am Strand. Und das Pittoreske, das Heterogene, das Vermischte, Tel Aviv ist ein bisschen am Verschwinden. Und gerade in den Nischen, in dem Vermischten, habe ich mich natürlich wahnsinnig wohlgefühlt. Das sind die Bauhausgebäude, noch nicht puppenhaft zurecht saniert, sondern da bröckelt der Putz ab. Dann sind diese Pilaster, diese Säulen, die man dem klassischen Bauhaus in Tel Aviv hinzugegeben hat, damit der Wind durchpfeifen kann. Und die Häuser aus der Osmanenzeit. Das heißt, für mich war es immer eine Mischung aus Babylon und Städtel zugleich. Und die Leute, die ich getroffen habe, Schriftsteller, wobei, ich überlege mal, ich glaube, ein schwuler Schriftsteller ist dabei, Benny Ziffer, mit dem ich mich jetzt in den letzten Jahren ein bisschen entfremdet habe, aber aus politischen Gründen, weil er mir dann doch zu stark Netanyahu war. Und bei den anderen Schriftstellern, ich denke an Edgar Keret, seine Frau kommt aus der berühmten Familie von Moshe Dayan und das ist sozusagen der israelische Adel, wenn man das sagen kann. Aber eben nichts Verschmocktes, nichts Hierarchisches, nicht erstmal, wie man das auch bei in deutschen Kulturszenen hat, erstmal dieses Abchecken, ob man überhaupt dazugehört zum Zirkel, sondern egalitär, also das schönste Erbe eines ursprünglich linken emanzipatorischen Zionismus. Das heißt, du kommst einfach rein in Flipflops und gerade das, dieses Unprätentiöse, fixt mich an. Und natürlich dann auch bei den schwulen Begegnungen. Interessanterweise weniger in den Techno-Clubs, wo das der Lärmpegel ohnehin zu laut ist, als dass man sprechen könnte und dann die Darkrooms ohnehin zu dunkel, dass man die Gesichter sehen könnte. Also ich will das nicht in irgendeiner Weise moralisch bewerten, aber rein praktisch ist das nichts für mich. Es braucht schon Licht, besonders am Mittelmeer. Und von da an habe ich mich da immer ungeheuer wohlgefühlt. Wohlgefühlt ist fast schon eine Untertreibung. Es ist das Gefühl einer Heimkehr. Auch, was jetzt gar nicht mit der Dichotomie queer oder hetero zu tun hat, sondern der Gestimmtheit der Leute. Ich mag Menschen, die schnell denken und schnell sprechen und einen dann im Reden unterbrechen. Denn das ist die größte Form von Respekt. Man nimmt nämlich ernst, was der andere sagt und krätscht dann fallweise dazwischen und sagt, you're wrong, ja, so, und dann geht's weiter. Und diese mitunter etwas abwartende Stille im deutschen Kulturbetrieb. Man lässt sich ausreden. Ja, der danach aber natürlich umso härter die Weltanschauung folgt, ist mir viel fremder als diese miteinander geteilte, in ernsten, in tragischen, aber auch in nicht zuletzt Joke besetzten Momenten, ein einziges Ping-Pong. Neil Young hat das mal so, The Beautiful Noise. Und The Beautiful Noise, das ist Tel Aviv, wobei ich natürlich sagen muss, Tel Aviv ist nicht typisch für das Land,
aber ist prägend für das Land. Und wenn oftmals Leute sagen, ja, aber die Strandpromenade von Tel Aviv sagt ja gar nichts über Israel aus, dann stimmt das und ist gleichzeitig falsch. Denn auf dieser Strandpromenade von Tel Aviv, die von Jaffo bis zum Hafen führt, hat man das ganze Israel, einschließlich der arabischen Israelis, in a nutshell. Und man kommt sofort ins Gespräch. Also es ist nicht so, dass da irgendwie eine verschworene Gemeinschaft ihre Binnenkonversation pflegen würde. Es ist sofort mittendrin. Ich kann das, ich muss das einmal kurz bestätigen. Wir wollen aber hauptsächlich natürlich dich hören. Aber mein Mann und ich waren in Israel und wir waren in Tel Aviv. Und für mich so ein Nebenschock war, dass man eben genau an dieser Corniche von Tel Aviv spazieren geht. Und es ist wirklich ein öffentliches Catwalking, es ist ein Zeigen, es ist mitnichten so, dass da an den Stränden nur die schönen, also die angeblich schönen Körper zu sehen seien, sondern buchstäblich alle Körper. Aber der kleine Schock war, dass man die ganzen religiösen Zeichen des Nichtjüdischen eben auch sah. Familien, also in denen die Frau einen Ganzkörper Schleier trug und so weiter und so weiter, und zwar auf eine Art unbehelligt, wie man es selbst aus liberalen Vierteln in Berlin nicht kennt. Und das war verstörend. Du sagtest, du kamst 91 das erste Mal nach Israel. Was hast du da gesehen, was dich wirklich mitgerissen hat, dass du sogar sagst, du kommst heim? Ich muss noch ein paar Monate zurückgehen, nämlich in den Januar 1991. Der Januar 91 war für mich eine Erfahrung, die beinahe so prägend war wie der 19. Mai 89, als ich dann als Kriegsdienstverweigerer endlich aus der DDR rauskam. Nämlich dieser Januar 1991, das war das, diejenigen, die uns zuschauen, zu hören, ein bisschen älter sind, werden sich vielleicht erinnern, Saddam Hussein hat angekündigt, ganz Israel in ein Krematorium zu verwandeln. Es gab die Raketenangriffe, die Scud-Raketenangriffe auf Tel Aviv und Haifa. Die Leute saßen mit Gasmasken in den Kellern. Und in Deutschland ging man auf die Straße unter dem Slogan Kein Blut für Öl. Und man ging auf die Straße, damit keine Patriot-Abwehrraketen an Israel geliefert wurden. Ich erinnere mich damals an Studenten-WGs in Konstanz, die diese weißen Bettlaken raushängen ließen. Und ich erinnere mich natürlich auch an die Creme de la Creme der bundesdeutschen Warner und Mahner, die in dem Moment, wo jüdisches Leben bedroht war wie nie zuvor, plötzlich einen Instant-Pazifismus predigten, der in der Konsequenz natürlich Israel wehrlos gemacht hätte. Da waren sie alle da. Krass, die Walter Jens, die Christa Wolfs, die Dorothee Sölles, all diese Leute, die jahrzehntelang mit gefrorenen, erhobenen Zeigefinger die Bundesrepublik abgelehnt haben, mit dem Verweis auf die nicht bewältigte NS-Vergangenheit, die aber jetzt in dem Moment, wo sie etwas hätten tun können und in der Öffentlichkeit ihre Stimme hätten erheben können, dem Staat Israel die Solidarität gekündigt haben. Und das ist in Israel auch von den älteren Schriftstellern, von den natürlich linken Schriftstellern, wie Leuten wie Yoram Kanyuk, sehr wohl wahrgenommen und nie vergessen worden. Und für mich war es dann schon ein Moment, dass ich merkte, dass ein Milieu, von dem ich dachte, es wäre das Meinige, kritisch, die Gesellschaft nicht schönreden, sondern immer auch auf Details schauen, wie man etwas verbessern kann und so weiter, dass dieses Milieu sich dann wirklich, ich muss es sagen, partiell als eine Bande ungeheuer widerlicher Heuchler entpuppt hat. Und ich wähle meine Worte sorgfältig. Und dann war es für mich klar, ich will dort sein. Hatte vorher Freundschaften geschlossen mit älteren Autoren wie Edgar Hilsenrath oder Ralf Giordano, der dann bis zu seinem Tod 2013 ein guter, enger Freund geblieben ist. Und die haben gesagt, ja, schau dir das an. Und dann war ich unten im Juli, August 91 und ich dachte, ja, das ist es. Weil die Leute, die ich getroffen habe... Lass mich nochmal, ja? Genau, da fehlt, glaube ich, ein Viertelschritt. Ja. Also Gespräche mit Ralf Giordano, Edgar Hilsenrath und wahrscheinlich vielen anderen mehr.
man hat so seine Israel-Bilder, bevor man überhaupt ins Flugzeug steigt. Ich nehme mir gar nicht an, du bist mit dem Schiff gefahren. Welche Bilder waren das? Hast du dir da irgendwie so große Orangenhaine vorgestellt, wo man abends nach getaner Arbeit im Schulkreis sitzt und Chavanagila singt? Oder Jaffa, was war das für ein Bild? Jaffa, ja, fantastisch. Es waren natürlich Kindheitserlebnisse. Ich kann mich erinnern, wie 1978 meine Mutter mich nochmal geweckt hat. Ich lag schon im Bett und sie sagte, komm mal raus, Israel hat den Grand Prix gewonnen mit Halleluja. Und dann die aus dem Westen in die DDR geschmuggelten Ephraim Kishon Bücher. Und natürlich dann später die Bücher der Holocaust-Überlebenden, die in Israel eine sichere Zuflucht gefunden haben nach 1945. Dann auch die Bücher all derjenigen, die schon in den 20er Jahren versucht haben, zionistisch geprägtes Übereinkommen mit den Arabern zu finden. Also Bücher von Martin Buber, dann sehr viele Aufsätze zur israelischen Geschichte von Julius Schöps. Also das habe ich eigentlich gleich nach meiner Übersiedlung in die Bundesrepublik gelesen, weil es mich interessiert hat und weil natürlich in der DDR Israel das absolute Feindbild war. Von Nazi-Methoden las man dann. Und was natürlich nicht kommuniziert wurde, dass die Mörder der PLO in DDR-Lagern ausgebildet wurden. Man sah offiziell den Genossen Honecker neben Yasser Arafat, die sich dann diese schmatzenden Bruderküsse zuteilten. Aber das Maß, in dem Israel als Feind, als militärischer Feind der DDR gesehen wurde, kam ja erst später raus. Man wusste ja erst, man hat ja erst dann später erfahren, dass auch beim Yom Kippur-Krieg 1973 NVA-Flugzeuge im Einsatz waren, im Dienste der syrischen Luftwaffe. Und man hat vorher alle Spuren von den Flugzeugen entfernt, die jetzt auf diese NVA, auf diesen NVA-Hintergrund hätten hindeuten können. Das heißt, ich war, wie ich das auch bei anderen Reisen machte, ich habe gelesen, gelesen, gelesen. Und dann kriegt man ein Gefühl von dem, was man alles noch nicht weiß. Mhm. Und diese Mischung aus Vorkenntnissen und dem Wissen, dass da noch vieles dazukommen muss, ist wichtig. Also ich bin jetzt nicht unbedingt so immer auf der Seite der Leute, die sagen, ja, ich habe mich nicht eingelesen, ich gehe ganz vorurteilsfrei hin. Man geht nirgendwo vorurteilsfrei hin. Man hat immer irgendein Bild im Kopf, aber man sollte zumindest wissen, was für Bilder das sind, damit man die dann, wenn es nötig ist, auch ein bisschen zur Seite schieben kann, wenn dann die Realität auf einen einpusht. Ja. Und dann aus dem Flugzeug steigen auf den Ben-Gurion? Ja, das war damals noch der alte Flughafen und es war natürlich sofort diese Mischung aus Kerosin, verfaulten Früchten und dieser Hitze. Ich kannte das bereits, weil ich ein Jahr vorher in Beirut gewesen war. Eine ähnliche Atmosphäre, aber in der mediterran, laut, sinnlich, aber dann eben ein großer Unterschied. Im Unterschied zu Beirut habe ich von den Israelis, die ich getroffen habe, einfach Straßenbegegnungen eben nicht gehört. Oh, wir sind so toll und wir sind die Besten und wenn es die anderen nicht gäbe, wären wir noch besser. Sondern die waren sofort fähig, mir zu sagen, was alles nicht läuft, weshalb es so teuer ist und weshalb die Regierung so schlecht ist und. Und das ist natürlich auch sexy. Leute, die nicht glauben, dass ihr Winkel das Zentrum der Welt ist und dass sie die Tollsten und die Größten sind, sondern die diesen, ich muss schon sagen, auch in säkularisierter Form aus der jüdischen Tradition der permanenten Selbstkritik und Selbsthinterfragung kommend und sagen, also was läuft bei uns schief? Was ist bei uns fehl? Was sind unsere Fehler und vielleicht sogar Verbrechen? Ja, da gibt es natürlich auch eine biblische Grundierung. Diese berühmte Szene, wo König David den Propheten Nathan zu sich herbittet und Prophet Nathan sagt, es gibt einen Herrscher, der ist ungerecht, der betrügt die Menschen, der macht Kriege,
der lässt die Armen hungern nur für seinen Ruhm. Und dann fragt David, und wer ist das? Und da sagt Nathan, du bist der Mann. Und ich kenn keinen religiösen Text oder keine Sagen, wo etwas Ähnliches in dieser Form vorhanden ist, dass die frühen Intellektuellen, also die Propheten, am Hofe sagen, du bist derjenige. Und das, ich muss sagen, das fixt mich bis heute an. Hat dich Israel überrascht bei deiner ersten Reise? Oder bist du da jetzt erstmal so geflasht nach Hause gefahren? Aber was mich überrascht hat, diese ungeheure Herzlichkeit. Und auch diese Lockerheit gegenüber jemandem, der aus Deutschland kommt. Nun komme ich aus einer Familie von, mein Urgroßvater war Anarcho-Syndikalist. Und hatte in seinem Bücherschrank die Bücher von Heinrich Heine und Emma Goldman. Und also es war jetzt keine deutschnationale Familie. Aber ich bin damit natürlich nicht hausieren gegangen und bin natürlich erst mal wahrgenommen worden als jemand, der aus Deutschland kommt. Und da war nicht das, auch bei Älteren, nicht das geringste Ressentiment. Und ich muss sagen, das Ressentiment ist auf Seiten der Nachkommen, der Täter und der Mitläufer. Und nicht auf den Seiten der Nachkommen der Opfer. Und das habe ich über die Jahre oder Jahrzehnte hinweg immer wieder erlebt, dass so viele Menschen in Israel den Deutschen, wenn man das so generalisierend sagen darf, verziehen haben, das Deutschlandbild in Israel ungeheuer positiv ist. Und dann sieht man die Schieflage, wie das Israelbild in Deutschland ist, gemessen nach allen Umfragen und müssen ja gar nicht große Umfragen sein. Es reicht ja schon, auf die Straße rauszugehen und einfach mal die Leute zu fragen. Und was da an Großmut da ist, nicht an kitschischer Woche der Brüderlichkeit, sondern einfach ganz konkret. Also das hat mich enorm bewegt. Kommen wir auf den queeren Aspekt nochmal näher zurück. Und da auch gleich nochmal zu Jerusalem. Einer, der bei uns auch mal einen Vortrag gehalten hat, der israelische Jurist und Staatsrechtslehrer Eyal Gross, lebt mit seinem Mann in Tel Aviv. Die sind nicht verheiratet. Mhm. Das geht in Israel nicht, weil der historisch-zionistische Kompromiss in Israel war, dass quasi das Gesamtrabbinat, ich hoffe, das ist jetzt der richtige Ausdruck, dass die gesagt haben, Oberrabbinat. Die ganzen Personenstandsregelungen machen wir. Und das heißt, das ist komplett hetero. Aber es wird, die fahren dann nach Zypern oder fahren in ein anderes Land und heiraten dann. Und diese Ehen werden dann wiederum in Israel anerkannt. Und Eyal Gross sagte uns mal, dieses ganze Rumgehumpfe und Gebrumpfe, können zwei Männer Väter sein oder zwei Frauen, das gäbe es in Israel alles nicht. Da wird sogar von den schwulen Paaren und lesbischen Paaren ganz besonders erwartet, dass sie natürlich Nachwuchs haben, ja. Dass sie Kinder haben. Es gibt faktisch eine Diskriminierungsgefühlsquote von kaum denkbar gering, ja. Und überhaupt nicht vergleichbar mit den ganzen christlich durchwirkten Überlegungen. Ist das natürlich? Soll das so sein? Da gibt es ja viele Sachen, die nach wie vor auch in der Bundesrepublik ungeregelt geblieben sind. Und wie konnte sich dieser Gedanke nach deiner Beobachtung, so wie du das auf den Reisen wahrgenommen hast, in Israel so durchsetzen bzw. klar werden? Und das ist wirklich eine sehr interessante Frage. Also da müsste ein Soziologe ran. Frag mal Nathan Schneider, der über die Gesellschaften im Plural in Israel ein gutes Buch geschrieben hat. Da bin ich überfragt. Ich habe vielleicht eine These, dass man in einem kleinen Land kann man es sich nicht leisten, Teile der Bevölkerung zu diskriminieren. Das bringt nichts. Also ich spreche hier von Kern-Israel. Ich spreche nicht von den besetzten Gebieten. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, wo auch das, was wir jetzt als
Rechtsstaat beschreiben und als liberalen Zionismus und als konfliktbeladen, aber doch einigermaßen stabile Balance zwischen dem Religiösen und dem, dem Säkularen. In den besetzten Gebieten ist es noch anders. Also das, das soll jetzt auch, auch auf keinen Fall eine, ein Harmonisieren sein, was diese okkupierten Territorien betrifft. Aber in Kern-Israel ist es natürlich so, jeder kennt jeden. Und wie das bei Familien ist, man kennt sich, man mag sich oder man mag sich nicht, aber das Nicht-Mögen braucht man ja nicht übertreiben. Also von da an hat es keine, so viel ich weiß und so viel ich mitbekommen habe, keine signifikanten homophoben oder queerfeindlichen Massenbewegungen gegeben, dass man gesagt hat, diese Leute sind des Teufels, obwohl das natürlich schon in den ultraorthodoxen Milieus weiter gesagt und gelehrt wird, dass es eine Sünde ist und wir wissen ja, wie in der Bibel steht, es ist Gott ein Gräuel, Männer, die bei Männern liegen, etc. Aber wer sich aus diesem ultraorthodoxen Milieu herausbegibt, und ich habe viele von denen kennengelernt, ja, die riskieren dann eben nicht von ihren Vätern oder von ihren Brüdern mit dem Messer abgestochen zu werden. Im höchsten Fall sprechen die Familien nicht mehr mit ihnen. Das ist natürlich auch eine dramatische Erfahrung, aber zwischen abgestochen werden und nicht mehr eingeladen werden, ist schon, ich würde sagen, viel Platz. Und in diesem Platz leben die, und ich habe es auch nie irgendwie gespürt, dass es irgendwie auch bei Rechten, die jetzt Netanyahu wählen, in irgendwelchen Bemerkungen, wo offensichtlich war, dass in dem Taxi zwei Schwule oder in einem Restaurant, dass es da irgendwelche mimischen oder gestischen Signale gegeben hat, die einem gezeigt haben, hier sollten wir eher nicht sein. Also das war nicht der Fall. Selbst in Jerusalem nicht, selbst im angeblich religiösen Jerusalem, da gab es diese Bar in der Shushan Street hinter dem Post Office, wo es dann Mittwoch immer eine Travestie-Show gab, übrigens minderer Qualität, wo dann die jüdischen Israelis und die rüber von Ost-Jerusalem, quasi über die Straße rübergekommenen, sich einig waren, dass die Show heute wieder mal unter aller Sau war. Also, und dann natürlich dieser Independence Park in Jerusalem, wo dann wirklich so, wie es so schön heißt, Völkerverständigung stattgefunden hat. Ich war dann, eine Erfahrung wird mir im Gedächtnis bleiben, denn das war 2014 während des Gaza-Krieges. Das war eine Journalistenreise, unter anderem mit deiner Taz-Kollegin Doris Agrab. Und Doris war natürlich nicht mit in dem Park, sondern im Hotel. Ich habe ihr dann am frühen Morgen das erzählt, was da passiert ist. Es gab wieder mal Raketenalarm und dann lagen die eben alle sozusagen einträchtig auf der Wiese, aber eben lebend, ja. Und gingen dann auseinander oder machten weiter bei ihrem Tun. Und das fand ich nämlich auch faszinierend, weil all das läuft ab unter dem Radar der Erklärbären, die ja oft oder meistens heterosexuell sind, der Nahostkonflikt und dieses. Und dass man aber in der Levante auch aus jahrtausendealter Tradition immer auch das Vermischte hatte, das Trickyhafte, kommt in diesen Großerklärungen gar nicht vor. Und gerade dieses Vermischte, so ein gewisser pragmatischer Okkasionalismus, hoffe ich, dass er sich durchsetzt. Im Westjordanland ist er noch vorhanden, im Gazastreifen überhaupt nicht mehr. Vielleicht bricht es sich wieder Bahn, wenn die Hamas vernichtet ist. Aber auch das gibt es, dieses zu schauen, wie kommen wir jetzt durch eine Situation, wie profitiert jetzt der eine vom anderen. Und das finde ich immer, das sind schöne Momente, wenn sich die großen ideologischen Phantasmen verabschieden
uns dann im Alltag konkret wird und gar nicht auf einer ethisch, philosophisch, moralisch, religiösen Ebene, sondern einfach, lass mal schauen, was geht. Und das Problem ist natürlich, dass sowohl bei der palästinensischen Autonomiebehörde wie bei der gegenwärtigen israelischen Regierung, aber bei den israelischen Regierungen auch bei den Netanyahu-Kabinetten lange zuvor, eben dieser Schatz, der da ist, nicht gehoben wird. Weil sie natürlich auch davon leben, den eben anderen den Feind zu sehen. Berichtet man über Israel denn jetzt nicht journalistisch, sondern man erzählt es Freunden, Freundinnen näherer oder auch nicht so ganz so naher Art, heißt es immer, ja, du mit deinem Israel, das ist aber nur in Tel Aviv so und überall muss man schweigen und diskret sein. Das deckt sich nicht ganz mit meinen Erfahrungen. Was sind deine Erfahrungen? Nein, in Haifa ist es auch nicht so. In Haifa, wo eine starke arabisches Bevölkerungssegment da ist, gibt es natürlich auch diese schwulen Bars und Clubs. Und nicht irgendwie verschwiegen am Rand, sondern gar nicht so weit von der Belle Etage der Stadt unterhalb der Bahai-Gärten. Wobei Haifa natürlich auch seit langem eine sozialdemokratisch geprägte Stadt ist. Und es dann auch eher darum geht, um soziale Belange, gerechte Löhne etc. Auch die Gewerkschaftsbewegung ist in Haifa noch sehr stark. Und ich habe da auch bei schwulen Freunden, also bei Juden und Arabern, nie im Entfernten irgendwie gespürt, dass man jetzt irgendwie gefährdet wäre oder aufpassen müsste. Und wenn man da jetzt nochmal einen draufsetzen würde, also mir ist dieses Argument öfter begegnet und wir haben die Erfahrung gemacht, man kann in Israel quasi immer offen schwul sein, also ohne Monstranz, weil wenn man sagt, so haben Sie ein Bett für meinen Mann und mich, irgendwie so, da bittet niemand um Riechsalz und sagt, um Gottes Willen. Nein, überhaupt nicht im Geringsten. In ultra-religiösen Vierteln wie Bnei Brak oder Meir Shearim wäre das anders, aber da gibt es ja ohnehin keine Hotels. Da gehen ja auch die säkularen Israelis und die moderat-religiösen Israelis auch nicht hin. Also von da an, nein, es gibt kein Problem. Und von da an ist dieser Vorwurf des Pinkwashing, was ja von der anti-israelischen, das wäre meine nächste Frage gewesen. Bewegung, wo leider auch viele Menschen sich engagieren, die sich als queer bezeichnen. Dieses Schlagertotwort des Pinkwashing ist einfach völlig unsinnig. Also man muss es, glaube ich, vielen im Publikum erklären. Pinkwashing meint eine Kritik aus poststrukturalistischen, oder das ist auch die Kritik von Spivak, von Butler, von verschiedenen anderen, dass man dieser queeren Freiheit oder dieser Luft zum Atmen in Israel nicht trauen dürfe, denn damit mache das israelische Außenministerium Propaganda, um über die schlimmen Apartheid-Sünden in der Westbank hinwegzutäuschen. Und das sei im Grunde genommen ein Propaganda-Instrument. Mein Eindruck war das nicht, aber ich bin jetzt auch nicht an den Marketingtrügen des israelischen Außenministeriums dran. Ja, aber gut, dass du das nochmal so rekapituliert hast in diesen ganzen Irrsinn dieser Theorie. Die Vorstellung, dass israelische Schwule, Lesben und Transpersonen jetzt sozusagen dafür zur Verfügung stehen, für das Außenministerium, wo auch die Außenminister auch immer wechseln, ja, irgendwelche Werbung zu betreiben, also völlig absurd. Umso mehr, man sieht das ja auch bei den Wahlergebnissen und bei den Parteienstrukturen, Parteien kommen und gehen. Das heißt, es gibt auch jetzt gar nicht mehr so viele festgefügte Milieus. Und dass Leute, besonders in der queeren Szene in Israel, dann irgendwie einen Auftrag annehmen würden. Also ich glaube, da reicht ein Gespräch mit irgendjemandem, den man sich irgendwie da aus einer Party oder sonst wie Crowd herausgreift, um zu sehen, wie absurd das ist. Ja.
Ich hätte noch Lust, mein Gefühl sagt mir gerade, dass das Publikum das auch gut fände, wenn du uns ein Stück aus deinem Tel Aviv-Buch vorlesen würdest. Ja, das mache ich. Das mache ich gern und ich werde es gibt natürlich dann auch viele nicht queere Passagen. Leute, die dann so Community-mäßig unterwegs sind, die sagen, ach, das musstest du wohl reinschreiben wegen dem Verlag. Und ich sage, nein, ich musste gar nichts. Aber ich lese jetzt natürlich, weil wir hier in einem besonderen Rahmen sind, eine dieser Geschichten. Kannst du mal ganz kurz das Mikro halten? Na klar. Gleich im ersten Satz eine Anspielung, der jetzt auf das zurückgreift, was wir jetzt eben gerade besprochen haben. Das ist in Israel selbst auch zum Running Gag geworden. Dass Freunde zu mir sagten, warum triffst du immer, Schriftsteller sagten das, Schriftsteller sagten, warum triffst du immer so irgendwie so, so coole, interessante Leute, Wir treffen die nicht. Ich sage ja, weil ihr in eurer linksliberalen Bubble lebt. Herr Aretz lesen in Tel Aviv oder im Norden Tel Aviv lebens und dann vielleicht nach Berlin gehen und sich in Kreuzberger Kneipen dafür feiern lassen, dass man sagt, sie werden für Netanyahu geflüchtet. Es gibt nämlich auch diese Art Bubble. Und diese Freunde von mir, die natürlich dennoch meine Freunde sind, weil es tolle Leute sind, machten immer diesen Joke, die sagen, ja, also wahrscheinlich hat der Inlandsgeheimdienst Shabak Shin Bet dir diese Leute zugeführt, dass du eine viel bessere Wahrnehmung von Israel hast, die dann aber verfälscht ist, weil du die ganzen banalen Leute gar nicht kennenlernst, von den Extremisten ganz zu schweigen. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn das wirklich so ist, dass der Geheimdienst sich darum kümmern würde, was Marco Martin da wahrnimmt, müsste man sich Sorgen machen. Das war bis zum 7. Oktober ein Scherz. Was der Geheimdienst macht oder was er nicht wahrnimmt, ist ja dann ab dem 7. Oktober wirklich offenbar geworden. Und also man muss sich wirklich Sorgen machen, aber eben nicht in dieser Richtung. Aber wenn doch der Mossad oder zumindest, wie von Adam vermutet, der Shabak, der Inlandsgeheimdienst, das Personenkarussell mitunter in eine bestimmte Richtung gedreht hätte, denn es war ja im vormitternächtlichen und um diese Zeit noch arg snobistischen Evita geschehen, dass selbst die Bande der indifferenten Fashion-Victims plötzlich zu einem griechischen Mahnchor geworden war. Tel Aviv war Metamorphosen, auch wenn du nie ihr Ovid sein wirst. Wie hatte sie nämlich aufgeschrien, die junge äthiopische Frau auf ihrem Terrassenhocker, als ihr Gutgemeinde auf Amharisch gerufener Hallo Schwestergruß von der in einiger Entfernung sitzenden, ja thronenden Grace Jones Schönheit mit einem schnippisch-hebräischen Lass mich in Ruhe abgeschmettert worden war? Die erste, nun schon unter Tränen, schämst du dich etwa deiner schwarzen Haut und der Sprache unserer Eltern? Die zweite, ziemlich indigniert und mit Mandelaugen observierend, ob sie unter den Blicken der anderen noch immer Bella Figura mache? Was laberst du mich an? Kann man nicht mal abends weggehen, ohne mit diesem Identitätszeug belästigt zu werden? Du, also ich, den flüsternden Übersetzern um dich zurückflüsternd, hat sie tatsächlich Identitätszeug gesagt? Sie alle, die Freunde, nun ebenfalls verärgert. Klar, traust du unseren Übersetzungen nicht? Weshalb sollte sie nicht Identitätszeug gesagt haben? Nur weil sie schwarz ist? Währenddessen beginnt die Erste nun vollends zu weinen, zu schniefen. Aber wie kannst du von anderen akzeptiert werden, wenn du es selbst nicht tust und schon ein kleiner Gruß auf Amharisch dein Make-up bröseln lässt? Oder ist es nur deshalb, weil ich eine Nutte bin und ein Kerl dazu? Aber sie, ich stehe zu allem. Worauf eine Perücke schwungvoll in die milde Nachtluft fliegt, die Umstehenden pfeifen und Beifall spenden, und nun im Chor der Zweiten ihre Forderungen mitteilen.
sprich mit der Schwester, dem Bruder, schau nur, wie sie, er, mit dem Identitätszeug umgeht, könnten wir uns alle dran ein Beispiel nehmen. Also nun versöhnt euch schon. Zwei Äthiopier, ein Mann und eine Frau, die sich daraufhin in den Armen liegen, mit Beifall bedacht von den Fashion Victims, die nun ebenfalls dicke Tränen in den Augen haben und deshalb beinahe ihre gezückten Smartphones auf den Boden fallen lassen, während du dich fragst, in welcher verdammten Bar, in welcher anderen Stadt auf Erden ein an der Oberfläche als Zickenzoff erscheinendes Vorkommnis plötzlich vor alle Augen und Ohren zur Identitätsdebatte umgemodelt würde, ohne bei Latte Macchiato dürr vor sich hin zu Schänder philosophieren, zum Schluss Arak-Schnaps für alle. Ist es das, was dich reizt? Alles ist durcheinander, alles fließt, alles ist möglich? Ja, absolut. Ich glaube, man kann ja die Menschen in verschiedene Gestimmtheiten teilen. Und eine der Teilungsmöglichkeiten ist vielleicht die, dass es Menschen gibt, die es geordnet haben und die bei Widersprüche und Inkohärenzen nervös werden und dann sozusagen nach dem sich Rundenden suchen, so das Goethe-Modell, das muss sich alles zu Symbiose und so weiter. Und bei den anderen, die erstmal richtig lossprinten, wenn es widersprüchlich wird. Also und die erst dann auf Betriebstemperatur kommen. Die erst dann auf Betriebstemperatur kommen, wenn auch das eigene Referenzsystem aus Quadraten zu Rompen wird oder zu Kreiseln oder was auch immer, dann macht es Spaß. Und dann macht es Freude, das möglichst präzis zu beschreiben. Ist das, könnte man das so zusammenfassen, das spezifisch Queere an Israel? Ja, könnte man sagen. Diese Fähigkeit, nicht vorhandenes, nicht als in Stein gemeißelt wahrzunehmen und natürlich der Ironie, nicht nur eine Gasse zu bahnen, sondern eine ganze Strandpromenade. Wobei ich natürlich hinzufügen muss, ich bin hier jetzt nicht der Erklärer für 9 Millionen Israelis. Es sind dann schon Leute, die genauso ticken wie ich. Aber wie gesagt, ich habe nie das Gefühl gehabt, das wären immer irgendwie nur ein paar fragile Auserwählte in irgendwelchen Happy Few-Kreisen, sondern die sind mir durchs ganze Land immer wieder begegnet, einschließlich der Kibbutzniks in Israel, traditionell natürlich linken Wähler, nach dem 7. Oktober viele von denen, also Hunderte von denen dahin geschlachtet und auch die Leute in den Kibbutzim, nicht unbedingt schwul, aber das Switchen, das vom Ernsten ins Ironische, fast schon ins Slapstickhafte gehend, beherrschend und zwar jetzt nicht, um den Auswärtigen zu entertainen, sondern weil sie so drauf sind. Und oft ist es natürlich auch ein Lächeln unter Tränen. Es sind die Nachkommen von Flüchtlingen, die nach 1948 aus dem Irak, aus Jemen, aus Marokko, aus Tunesien flüchten mussten oder die Nachkommen von Holocaust-Überlebenden. Und dieses Lachen oder dieses Lächeln bekommt auch deshalb seine Kraft und auch seine Würde, weil es ein Dennoch-Lächeln ist. Es ist nicht ein Wegwitzeln und es ist nicht ein schönfärberisches oder ein schrilles, sondern ich würde sagen, es ist ein sehr erwachsenes Lächeln, das um all die Schrecken weiß und auch um all das Ungelöste und vielleicht sogar Unlösbare in diesem kleinen Land und das sich trotzdem der Verhärtung verweigert. Man hat es auch in den Büchern von Edgar Keret oder von Amos Oz und diese Leute, ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich die getroffen habe, sind verdammt feine Menschen. Ein Teil der Fragen, die wir über das
Netz bekommen haben, habe ich jetzt schon gestellt. Teilweise Hinweise gibt es hier bei euch noch Fragewünsche. Und ihr möget jetzt bitte eure Schüchternheit nicht kultivieren. Also have your fun. Niemand. Sie sind eingeschüchtert. Ja, dann... Haben selber Schuld. Selber Schuld. Nein, ich glaube, wer einmal da gewesen ist, wird das wahrscheinlich ähnlich sehen, nicht weil er die gleichen Leute getroffen hat, sondern weil er auf die gleiche Gestimmtheit getroffen ist. Aber da muss man eben dann aber auch sehen, dass man auf eine Weise reist, ohne eine vorgefertigte These zu haben. Ja, das ist besser. Also ja, sollte jetzt eigentlich hier keinen Platz haben, aber wir haben bei unserem israelischen Roadmovie, ich habe ja später viele Leute getroffen auf einer anderen Reise, aber wir beide, mein Mann und ich, haben so einen etwas frivolen Entschluss vorher gefasst. So, und dann haben wir gesagt, wir machen das mit Israel jetzt so wie mit den USA. Also wir machen jetzt nicht einen auf Sehenswürdigkeiten. Mhm. Und ehrlich gesagt haben wir auch, wir machen jetzt nichts mit Yad Vashem und wir machen jetzt nichts mit Palästinensern, sondern wir machen einen Roadmovie. Mal sehen, was passiert. Und da kamen wir in Ecken. Das war also Nazareth im Bazar. Es war alleine das, was wir da an sozialen, wie sagt man das so halb vornehmen, sozialen Konfigurationen erlebt haben. Das ist immer von Vorteil, wenn man nicht die Offiziellen trifft und sich einfach mal auf den Spirit einlässt. Ja. Und das Verblüffende fand ich, dass es bei den arabischen Israelis eigentlich genauso zugeht. Also so von wegen arabische Mentalität, das ist ja irgendwie alles Quatsch, glaube ich, sondern es gibt eine israelische Mentalität. Es gibt eine israelische Mentalität und das Interessante ist, du hattest das beschrieben, dass man in Tel Aviv dann eben auch die verschleierten Frauen sehen kann, in anderen Städten Israels weniger, aber eben auch, ich kann mich erinnern, das war während des letzten Gazakrieges 2014, ich war mit einem Freund aus Akko, seine Mutter ist Christin, der Vater ist Muslim, also aber beide Araber. Und er traf da einen Kollegen und sie haben sich dann lange nicht gesehen und haben sich, Habibi, auf Arabisch laut. Und der Einzige, der sich etwas verängstigt umgeguckt hat, wie die Reaktionen der anderen waren, war der dumme Typ aus Berlin, ich. Es war ganz natürlich, aber ich muss sagen, hinter jeder Geschichte steckt natürlich ein Aber. Es gibt natürlich den muslimischen Judenhass, eben nicht nur bei den Religiösen, aber auch bei den Säkularen. Es gibt bei den Siedlern in der Westbank diese Verachtung, nicht bei allen, aber bei doch signifikant vielen, diese Verachtung gegenüber Palästinensern. Ja. Das ist da. Aber ich meine, das eine... Die Existenz des einen bedeutet nicht, dass die Existenz des anderen irgendwie mindere Güte wäre. Also ich glaube, das muss man auch aushalten, dass auch beides da ist. Und ich bin natürlich dann auch jemand, der hoffnungsvoll ist, jetzt nicht in einem Allversöhnungsduktus und auch ohne Naivität, aber ich glaube, wenn sich die Moderaten auf beiden Seiten zusammenschließen könnten, wie das die israelischen Schriftsteller oder Leute wie David Grossman oder Judith Katzir oder Nir Baram über die Jahre hinweg nicht nur gefordert, sondern auch in ihren Büchern beschrieben haben, wäre es auch jetzt nicht das Schicksal, dass wir das, was wir jetzt haben, in den nächsten Jahren oder in den nächsten Jahrzehnten weiter herumschleppen müssen. Also ich meine, Europa war auch jahrhundertelang von Erbfeindschaften und so weiter. Und religiösen Kriegen. Religiösen Kriegen zwischen Protestanten und Katholiken. Und von da an bin ich auf eine skeptische Weise hoffnungsvoll
Und was aber natürlich absolut wichtig ist, das nicht vergessen werden darf, dieses Israel muss weiter wehrbereit sein. Das ist keine carte blanche für alles und jedes, aber es ist, sagen wir, die Basis dessen, wenn Israel nicht wehrbereit ist und nicht auch den Eindruck den Nachbarn gibt, dass Israel nicht mehr verschwinden wird, dann wird es verschwinden. Und aus diesem Grund braucht es diese Stärke. Wie gesagt, ich sage noch einmal, und das ist jetzt kein Freischwätzen von jeglicher israelischer Verantwortlichkeit, aber es braucht diese Stärke, ich würde sogar noch weitergehen, es braucht das Abschreckungspotenzial, ganz eindeutig. Marco, ich will den Abend, unseren Abend beenden, vielleicht mit einer Frage, die an deinen Anfang anknüpft. Du hast sogar von einer Heimat gesprochen, Israel. Man hörte ja von der ersten bis zur letzten Klangschattierung an, dass du wirklich ein 1A-Tip-Top-Erzgebirgemann bist. Und das ist auch schön. Fast Erzgebirge, die Gegend von Chemnitz. Aber wie gesagt, dann spricht man natürlich genauso mit diesem unsauberen A. Ja, und dann, wie heißt nochmal diese Skulptur da in Karl-Marx-Stadt? Mischel? Der Nischel, Nischel, also der Karl-Marx-Kopf. Früher ist da die SED mit ihren Leuten und die FDJ herumgezogen mit ihren Fahnen und Wimpeln. Und 2018 waren es dann die Neonazis. Wir können uns ja an die Szenen in Chemnitz erinnern. Ich war da gerade in Tel Aviv und habe das von Tel Aviv aus gesehen. Und da war natürlich nochmal ein ungeheures Durchatmen, zu sagen, mein Gott, wie gut, dass ich jetzt hier bin in Tel Aviv und nicht mehr dort in jener Gegend, wo ein merkwürdiger Zufall der Geburt mich zuerst einmal hinkatapultiert hatte. Aber nun ist das mit dem Wort seltsamerweise so mit Heimat schwer zu definieren, aber dennoch weiß jeder im Grunde genommen sofort, was damit irgendwie gemeint ist. Was ist an Israel deine Heimat? Es sind Momente, interessanterweise gar nicht mehr zuvörderst die erotischen Momente, sondern die Momente, wo sich Menschen verstehen mit dem gleichen Humor, wo nicht sofort das etwas verkantet Deutsche wie jetzt oder ach so kommt, sondern es ein Ping-Pong ist und das vielleicht gar nicht mal in allen Feinheiten ausdifferenzierte Bewusstsein, einfach, dass man es tut, das Wissen, dass wir in unserer irdischen Zeit, die uns gegeben ist, dass uns Sprache gegeben ist, dass uns alle möglichen Möglichkeiten gegeben sind und dass man von denen, dass man die nutzen kann, wie gesagt, aber mit diesem Lächeln. Und dazu natürlich die Sonne, es kommt natürlich etwas hinzu, was mit Politik nichts zu tun hat und mit Literatur auch nur bedingt. Ich glaube, ich bin in meinem vorherigen Leben irgendwie im Süden aufgewachsen. Also Norden und Täler und Berge und auch Mittelgebirge, das ist nicht mein Ding. Und auch in der Literatur ist das jetzt nicht unbedingt, also von Ganghöfer bis Thomas Mann, jetzt werden natürlich alle Aficionados ärgerlich werden, aber Romane, die in Bergen spielen, da zieht sich bei mir irgendwie etwas innerlich zusammen und ich fühle eine Enge und am Meer und an den Stränden. Und wenn man dann natürlich noch Leute hat, die an den Stränden nicht nur gut aussehen, sondern auch dazu noch was im Kopf haben, ist es natürlich ganz plebejisch gesagt die volle Dröhnung. Liebes Publikum, Marco Martin wird uns in der nächsten Ausgabe vom Jahrbuch Sexualitäten, Peter, vielleicht gibt es dazu nochmal die Einblendung der diesjährigen Ausgabe, den Essay beisteuern. Das ist etwas über queeres Reisen in eigener Sache. Und das sind aber schon die Talks der kommenden Tage. Morgen gibt es einen Chefinnen-Talk mit der nordrhein-westfälischen Vizeministerpräsidentin Mona Neubauer von den Grünen, über das schrecklichste Jahr der Grünen. Und Mitte Januar haben wir Ulrike Herrmann in der Kantine hier zu Gast mit einem
weiteren Gast, ist grüner Kapitalismus überhaupt möglich? Und ich selber werde am 23.01. mit Meron Mendel über die Folgen des 7. Oktober in Israel hier in Deutschland sprechen. Die Kulturszene hat versagt, so die These. Und ich glaube, am 26., da steht dann noch nicht drauf, Januar, jetzt schon mal auch wieder ein irgendwie vermittelt israelisches Thema, Historikerstreit 2.0. Da wird ein Buch vorgestellt, was im Verbrecherverlag jetzt gerade publiziert wurde. Das ist unser Programm. Gibt es noch das Bild vom Jahrbuch Sexualitäten? Im Stream. Marco, es war ein schöner Talk mit dir. Wirklich, aber dann war der Finger nur... Das ist ein weites Thema. In Israel bezeichnen sich die Leute natürlich als Säkulare, die nicht religiös sind. Und Israel gehört natürlich zum Teil der europäischen Kulturgeschichte schon aus der Tatsache heraus, dass so viele nach Israel ausgewandert bzw. geflohen sind und ihre europäischen Prägungen der europäischen Geistesgeschichte natürlich mitgebracht haben, was dem Land im Übrigen heute noch sehr gut tut. Die Idee der Gewaltenteilung, die Idee eines modernen Staatswesens und so weiter, die Institutionen, das ist ja alles aufgebaut wurden von Menschen, die aus Europa geflüchtet waren. Und aus diesem Grund gehört es natürlich genauso zu Europa, wie es zu einer östlichen Region gehört. Und die Säkularen bezeichnen sich in Israel einfach als die Säkularen. Das ist schon ein sehr wichtiges Merkmal. Ja, wir wollen das, wir haben uns gerade darauf verständigt, dass wir das bei der Weinschorle vertiefen wollen. Liebes Publikum, frohe Feiertage, in welcher religiösen oder areligiösen Hinsicht auch immer. Danke, Marco Martin. Wir haben keinen Autogrammtisch und keinen Büchertisch. In jeder guten Buchhandlung gibt es die Bücher von Marco Martin käuflich zu erwerben. Und das sollten Sie auch tun. Bei Gelegenheit, schönen Abend uns. Danke dir, dass du da warst. Auch von mir nochmal recht herzlichen Dank. Danke.